Hier auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel kümmern wir uns um die ganz großen Themen aus Politik und Gesellschaft, den übergeordneten Themen, aber besprechen natürlich auch die der einzelnen Branchen, zumindest der ganz großen Branchen. Und zu der gehört natürlich auch die Pharmaindustrie hier in Deutschland. Und der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie ist jetzt bei mir, Kai Joachimsen. Grüße Sie, Herr Joachimsen. Hallo. Grüße, Herr Giersch. Eine Frage, die mir immer so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Wer ist die Pharmabranche eigentlich? Welcher Typus Unternehmen? Man denkt da immer an Bayer, aber es ist ja noch ein bisschen mehr dahinter, ne? Man denkt da auch an Bayer, aber tatsächlich ist die pharmazeutische Industrie in Deutschland sehr mittelständisch geprägt. Wir haben 9 von 10 Mitarbeitenden in der mittelständischen Industrie, etwa 120.000 Arbeitsplätze. Und Pharma ist nicht dieser monolithische Block. Es gibt die großen, sehr forschenden Unternehmen, es gibt den Mittelstand, es gibt sehr innovative Firmen. Also Forschung und Produktion wäre ganz wichtig und genau das ist das, wofür wir uns hier einsetzen. Wird uns manchmal nicht so leicht gemacht hier wegen Überregulierung und der Themen, die wir hier in Deutschland kennen. Ja, die Themen, die müssen wir ja mal ansprechen. Also was treibt Sie denn um? Uns treibt um, dass wir viel mehr forschen möchten, dass wir viel mehr in Deutschland produzieren möchten, dass das aber schwierig ist aus diversen Gründen. Wir haben teilweise sehr schwierige Erstattungsbedingungen. Wir leiden tatsächlich in der Basisversorgung daran, was alle Patientinnen und Patienten ja leider in den letzten Jahren zunehmend mitbekommen haben, dass wir zu wenig vor Ort produzieren können, weil einfach die Preise nicht auskömmlich sind. Wir haben beispielsweise in einigen Bereichen seit 14 Jahren keine Möglichkeit, Preise anzupassen. Wir sind sehr getrieben durch Rabattverträge dergleichen mehr, obwohl eigentlich natürlich die Ursache und der Ausgang von Medizin und von verbesserter Versorgung von Patienten immer auch die Forschung ist. Und wenn Sie an einem Standort forschen können, dann werden Sie da auch produzieren können. Dann braucht es noch auskömmliche Marktbedingungen. Und daraus wird dann erfolgreich eine Versorgung der Patientinnen und Patienten. Und da sind wir in Deutschland gerade nicht. Oh, da steckt ja ganz viel drin. Ich versuche es zu sortieren und mal reinzugehen. Also, Sie haben Erstattungskosten angesprochen. Das heißt, idealerweise, wenn ein pharmazeutisches Unternehmen ein Produkt erstellt, muss ich als Kunde irgendwann ja dafür bezahlen, in welcher Form auch immer. Sollen die teurer werden, ohne dass es am Ende für den Kunden teurer wird? Geht das irgendwie? Also wäre das die Option? Oder sagen Sie einfach, die Preise müssen hoch? Naja, wir haben ja ein anderes Modell. Die meisten unserer verschreibungspflichtigen Medikamente werden ja erstattet. Und da sind unsere Kunden tatsächlich eher die Krankenkassen und die GKV. Und da ist alles reguliert. Und wir haben aktuell, ich glaube, 35 verschiedene Erstattungs- und Regulierungsmechanismen. Das ist nicht wirklich das, was unterstützt, wenn man forschen investieren will. Sie sehen das auch an der Anzahl der sehr, sehr großen Firmen, die es in Deutschland noch gibt. Eine davon haben Sie genannt, die ist wichtig. Es gibt noch 2, 3 andere sehr, sehr große. Aber das meiste, was wir an großen forschenden Unternehmen haben, hat den Standort, den Hauptsitz nicht mehr in Deutschland. Und dagegen müssen wir was tun. Wie sieht es mit der Produktionsseite aus? Haben Sie ja auch erwähnt. Ist die Rahmenbedingungen in Deutschland, reden wir da von Energiepreisen oder was steckt dahinter, warum das hier so schwierig ist? Die pharmazeutische Industrie ist nicht so energieintensiv. Energiepreise sind natürlich ein Thema. Für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir schnell produzieren können wollen. Und unsere Genehmigungsverfahren dauern sehr lange. Und das wird natürlich nicht besser dadurch, dass wir überregulieren. Und dass Sie beispielsweise, wenn Sie über klinische Studien reden und sich überlegen, wo führe ich diese Studien durch, dann haben Sie in Spanien schon die ersten Patienten in der Studie, während hier noch 16 Ethikkommissionen ein und dasselbe Proposal diskutieren und Sie haben keine Antwort. Das ist ein Ding. Wenn Sie Produktionsveränderungen machen, haben Sie sehr, sehr lange Genehmigungsverfahren. Die deutsche Bürokratie, die wir wirklich auch mit deutscher ingeniöser Gründlichkeit immer weiter ausgebaut haben. Und da müssen wir schneller werden. Da müssen wir bessere Bedingungen vorfinden. Wir sind eine der ganz wenigen Industrien, die nicht nach Subventionen fragt. Das ist ja eigentlich eine schöne Nachricht. Aber hohe Rabatte geben muss, das ist doch eine super Mischung, oder? Aber hohe Rabatte geben muss. Aber beispielsweise müsste viel mehr geschehen in Richtung Abschreibungsmöglichkeiten, Forschungszulagen sind Themen. Ich glaube tatsächlich, der wichtigste Punkt ist aber Planungssicherheit. Also von der Identifikation eines Wirkstoffes bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Medikament den Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht, vergehen im Schnitt so 10 bis 12 bis 13 Jahre. Das geht nicht schnell, da können Sie nicht mal eben schnell das Ruder rumreißen, so funktioniert das nicht. Und da ist tatsächlich in der Politik noch nicht überall angekommen, dass wir diese Planungszyklen haben. Und am Ende des Tages müssen auch wir diese Investitionen an irgendeiner Stelle wieder zurückgewinnen können. Und da haben wir gerade nicht die besten Ausgangsbedingungen.
Zum Glück kann ich sagen, ist unsere Industrie sehr mittelständisch und auch heimatverhaftet. Also ich weiß von vielen unserer Unternehmen in unserem Verband, die, würde es rein nach ökonomischen Gesichtspunkten gehen, längst den Standort verlassen hätten. Und es ist schade. Wir waren mal die Apotheke der Welt. Das müssen wir ja gar nicht sein. Aber gerade Thema unserer Konferenz heute am Nachmittag, Fachkräftemangel. Gerade wenn Sie an diese Themen denken, ist es eigentlich eine Branche, die sehr, sehr gut passt zu Deutschland. Land der Dichter und Denker. Wir haben eine tolle wissenschaftliche Basis hier, sehr gute Universitäten, sehr viele Ingenieure. Wir müssen stärker werden bei den MINT-Fächern, ohne Frage. Aber wir haben an sich eine gute Voraussetzung, um Life Science, Lebenswissenschaften, innovative Industrien zu etablieren. Und ja, da gehören wir dazu. Zum Abschluss, Sie haben Fachkräftemangel erwähnt, also ich nenne mal Personalmangel im Ganzen. Ja, wie sehr trifft er Sie und was kann man dagegen tun? Trifft uns auch hart. Was kann man dagegen tun? Was wir als Industrie tun können, ich glaube, das tun wir, wenn Sie sich anschauen, was es an flexiblen Arbeitszeitmodellen gibt bei uns in der Industrie. Wir haben einen sehr großen Fokus darauf, dass wir divers uns aufstellen. Wir haben in fast allen Bereichen 50% Frauenanteil beispielsweise, auch in Managementfunktionen, und versuchen nachhaltige und wertschöpfende Arbeitsplätze zu kreieren. Jeder Arbeitsplatz in unserer Industrie triggert 2 bis 3 weitere Arbeitsplätze. Aber da muss natürlich dann auch weniger reguliert werden. Also viele unserer Fachkräfte würden wir im Ausland finden, aber das natürlich ist mit den Genehmigungsverfahren extrem kompliziert. In England können Sie digital innerhalb einer Woche ungefähr eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Das kann in Deutschland 3 Jahre dauern. Deutsch ist nicht für viele Länder die Muttersprache. Auch ein Problem. Wir müssen da flexibler werden, wir müssen digitaler werden, wir müssen Anreize bieten für unsere Industrie, damit Fachkräfte auch aus anderen Ländern zu uns kommen. Dazu müssen sie erstmal auch dann eine führende Industrie haben, und Deutschland wird beispielsweise nicht der Zielort sein für Menschen, für Fachkräfte aus dem Ausland, die Digitalisierung lernen wollen. Verwaltung kann man hier wahrscheinlich ganz gut lernen. Aber mit Lebenswissenschaften, Pharma, Medizin, Technik würde was gehen, und wir müssen irgendwie sehen, dass wir auch Ausbildung aus anderen Ländern hier schneller anerkennen, Genehmigungsverfahren schneller bekommen und einfach eine bessere, und das Wort ist belegt, ich sage es trotzdem, Willkommenskultur für Experten aus anderen Ländern schaffen. Doktor, das sei in dem Moment auch nochmal mit Kai Joachimsen. Vielen Dank für das Gespräch. Verabschieden tue ich mich noch nicht, denn wir sehen uns gleich wieder auf dem Panel, hier auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Da geht es auch ums Thema Arbeit. Andrea Nahles ist dabei und viele andere spannende Gesprächspartner. Kann ich nur empfehlen, weil das Video steht hier auf dem YouTube-Kanal, direkt neben diesem wahrscheinlich. Also klicken Sie mal rein. Vielen Dank schon mal und tschüss.